Moin Freunde, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, in meinem letzten Video hatte ich euch das Unboxing und den Zusammenbau von meinem JJ Aurora A5 hier gezeigt. Und ich habe auch die letzten M3 Schrauben zuordnen können, wie ich euch im letzten Video ja noch kurz eingeblendet hatte. Das war hier der Spulenhalter. In diesem Video möchte ich euch einen Review geben. Was gefällt mir an dem Drucker, was gefällt mir an dem Drucker nicht, also ein Pro und Contra. Ich möchte euch die Ergebnisse zeigen. Ich habe hier einiges gedruckt in den letzten 2 Wochen. Ein RC Banshee, dann habe ich hier diverse Toleranzensachen gedruckt, um euch das mal zu zeigen. Hier einen Würfelturm, der auch sehr fies zu drucken ist, wo man definitiv einige Schwachstellen von so einem Drucker aufdecken kann. Ich habe verschiedene Materialien gedruckt, zum Beispiel ein Turm hier aus PETG, das sind diese obligatorischen Spiralschaftfiguren. Dann habe ich hier so ein Baby Groot aus Holz gedruckt, auch das hat sehr gut funktioniert. Und alles andere, was ihr hier seht, ist aus PLA. Teilweise, das Blau hier zum Beispiel ist ein Janbex PLA. Und das Schwarze und auch hier sowas Lilanes und das Weiße, das ist ein Gitech PLA. Ja, mein Fazit zu dem Drucker. Fangen wir doch ganz einfach mal mit dem Druckbett an. Dazu stelle ich mal eben das RC Banshee hier beiseite. So, das Spiegelheck. Das Druckbett. Also das Kernthema und womit der Drucker ja nun auch beworben wird, ist der Bauraum. Dazu gehört natürlich auch ein riesiges Druckbett. Fangen wir mal mit den nicht so schönen Eigenschaften von so einem großen Druckbett an. Das Problem bei so einem großen Druckbett ist zuallererst mal das Gewicht. Der Drucker ist ja ein kartesisches Design und somit muss das Druckbett bewegt werden und das Druckbett an sich durch die Glasplatte bringt doch einiges auf die Waage. Und das macht den Drucker zuallererst erstmal langsam, denn die Masse, die muss erstmal bewegt werden. Das heißt, ich drucke hier tatsächlich mit maximal 80 mm in einer Sekunde, wobei das auch nur fürs Infill und Innenwänden. Außenwände mache ich maximal mit 40 mm die Sekunde. Wenn man sich innerhalb dieses Bereichs aufhält und damit zufrieden ist, dann funktioniert das wunderbar. Aber man sollte jetzt hier keine Highspeed-Wunder erwarten. Das funktioniert mit diesem Drucker einfach nicht, denn dazu ist speziell das Druckbett viel zu schwer. Ein weiteres Manko von so einem großen Druckbett ist, dass wenn man das hier auf eine Aluminiumplatte aufklebt, so wie es hier gemacht ist, die ist zudem auch noch relativ dünn, hat man das Problem, dass man sich ein Bimetall oder ein Bimaterial produziert. Das bedeutet, wenn man das Druckbett jetzt aufheizt, dehnt sich das Aluminium deutlich stärker aus als das Glas. Und das würde dann resultieren in einer Senke in der Mitte vom Glas und die Ecken würden stark übertrieben so nach außen biegen. Das haben die in meinem Fall bei JJ Aurora recht genial will ich es nicht nennen, aber sie haben es einfach pragmatisch gelöst. Sie haben das Druckbett ganz offensichtlich heiß aufgeklebt. Das ist mir beim Leveln aufgefallen, denn erst habe ich das Druckbett versucht, kalt zu leveln und das resultierte dann darin, dass ich hier meine Ecken angefahren bin und das Leveln auch sehr gut funktioniert hat und in der Mitte lag die Nozzle quasi auf dem Glas auf. Das habe ich dann 3-4 Mal durchgespielt und danach habe ich einfach mal das Druckbett aufgeheizt und siehe da, genau eben dieser Bimetall-Effekt trat ein. Das heißt, die Ecken sind hochgekommen, beziehungsweise das Zentrum ist nach unten gewandert. Ich habe das Bett dann mit 60 Grad oder bei 60 Grad gelevelt und seitdem musste ich das Bett nie wieder anfassen. Das funktioniert hervorragend. Da bin ich jetzt echt zufrieden mit. Noch dazu zum Leveln, also ihr solltet Geduld mitbringen, denn man muss diese Prozedur einfach 3, 4, 5 Mal durchlaufen, bis man wirklich ein schönes Leveling hingekriegt hat. Noch ein, normaler Aspekt, das ist, diese Glasplatte hat stark übertrieben Wellen.
ich komme ja nun mal aus dem CNC-Fräsen-Hobbybereich und da ist dann ja schon teilweise ein Hundertstel oder Zweihundertstel schon so ganz viel. Man misst ja gegen Marmorplatten zum Beispiel und sowas. Dieses Glas hat, ich sag mal, eine Toleranz in meinem Fall von ungefähr 0,1. Das heißt, bei schichtigen, kleiner oder bei ersten Layern kleiner 0,2 müsste man halt aufpassen. Das wird dann schon problematisch. Ich druck den ersten Layer immer in 0,3 und bin damit absolut zufrieden. Da kriege ich dann entsprechend einen entsprechend schönen ersten Layer hin. Wenn auch die Unterseite mit der Messuhr oder im Bereich einer Messuhr gesehen, Hundertstel zum Beispiel, nicht wirklich glatt ist, alle anderen Schichten oben drüber sind es dann. Aber das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir hier nicht von einem High-End-Produkt sprechen. Also damit kann man durchaus zufrieden sein. Ja, was gefällt mir an diesem Druckbett? Kommen wir mal dazu. Die Größe. Die Größe ist top. Das ist geil. Also ich habe jetzt zum Beispiel für mein RC-Benchy hier an der Seite das Unterteil der Kajüte, das Vorderteil vom Deck hier mittschiffs des Decks und hier eine die Servohalterung in einem Stück gedruckt. Schön, dass ich das Video mache, ich kann endlich weiterbauen. Das liegt hier schon etwas länger rum. Oder hier nochmal die Hecksektion vom Deck, dann die Servohalterung hier, das ist das Oberteil der Kajüte und hier das Dach der Kajüte, auch wieder in einem Teil. Oder auch ganz einfach von dem RC-Benchy selber gleich mal eben so zwei Sektionen, das ist ein dreigeteiltes Schiff, einfach gleich mal zwei Sektionen auf das Bett geknallt und gedruckt, funktioniert wunderbar. Also da ist das echt genial, so ein großes Bett zu haben. Dann haben wir hier eine Beschichtung. Und zwar nennt JJ Aurora die hier Black Diamond Plattform. Das ist eigentlich nichts anderes als zum Beispiel bei Mitbewerber Anycubics, die Ultra Base oder andere Hersteller werden sie auch noch wieder anders nennen. Damit bin ich sehr zufrieden. Also das Zeug pappt ziemlich geil drauf, bis es dann abkühlt und dann löst es sich wunderbar von dieser Plattform. Ich verwende diese Beschichtung jetzt hier bei meinen Delta-Druckern und auch den i3 Mega von Anycubic habe ich hier, der diese Beschichtung hat. Also ich bin da super zufrieden mit. Was man beachten sollte, das Bett muss halt auch bei PLA beheizt sein, ansonsten funktioniert es einfach nicht. Wobei man ja eigentlich PLA auch ohne beheiztes Bett drucken kann. Und was man zusätzlich auch noch beachten sollte, manchmal macht man halt den ersten Layer mit 70 Grad und den Rest dann halt mit 50 Grad. Dadurch erzeugt man einfach Spannung im Material, die dafür sorgen, dass sich das Werkstück vom Druckbett löst. Also hier einfach, ich drucke bei PLA zum Beispiel mit 60 Grad straight durch, ohne irgendwelche Veränderungen und ich habe da noch nie irgendwelche Haftungsprobleme mit gehabt. Als Pflege verwende ich ganz einfach einen Brennspiritus, abwischen vor jedem Drucken, fertig, das reicht. So viel zum Druckbett. Also alles in allem mit den paar Zicken bin ich damit super zufrieden. Obwohl, einen Punkt habe ich noch. Die Federn, die das Druckbett halten, sind ein bisschen, ich sag mal, mager vorgespannt. Dazu habe ich mir hier so kleine Abstandshalter gedruckt. Die spannen die Feder einfach nochmal einen Zacken härter und somit liegt das Bett so ein bisschen satter. Das kommt dem Ganzen nochmal zugute. Den Link dazu, wie auch alle anderen Links zu den Modellen, die ich damit gedruckt habe, den haue ich euch unten in die Beschreibung. Als nächstes, und das ist ja nun mal mit das wichtigste Bauteil an so einem Drucker, kommen wir mal zum Hotend. In dem Fall ist das eine Kombination aus Hotend-Führung und Bauteilkühler in einem Klotz, sag ich mal. Darauf befinden sich zwei Lüfter, einmal ein Axial-, einmal ein Radial-Lüfter. Beides nicht gerade die leise Treter, aber definitiv im erträglichen Bereich. Und dann kommen wir auch zum ersten Manko. Und das ist eigentlich wie bei jedem Drucker dieser Preisklasse oder aus China.
größtenteils aus China, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber bei den meisten eben das Problem, dass der Bauteilkühler wirklich unzulänglich ist. Das ist auch ein gedrucktes Teil hier übrigens. Und ganz klar muss man da sagen, kleine gedruckte Teile drucken schneller, kosten weniger Geld. Ist auch im FDM-Verfahren übrigens gedruckt. Der ist nix. Also den könnt ihr gleich als allererstes, würde ich sagen, druckt ihr euch, nachdem ihr die obligatorische Glückskatze gedruckt habt, die übrigens auf dem USB-Stick ist, mal dieses Ding hier. Den Link dazu haue ich auch gleich wieder in die Beschreibung. Dieses Ding ist von einem YouTuber gemacht worden, Dahai nennt er sich. Und der bläst, wie man sieht, hier von drei Seiten. Das ist hier mein erster, ich habe mittlerweile dann nochmal ein zweites Mal ausgedruckt. dieser Druck, Entschuldigung, dieser Bauteilkühler funktioniert halt deutlich besser. Um das mal darzustellen, habe ich hier zwei Kalibrierungskatzen gedruckt. Und zwar einmal diese hier. Hier an dem Überhang sieht man ganz klar, das war die abgewandte Seite von dem Bauteilkühler und somit ist das ein sehr, sehr unsauberer Druck geworden, eigentlich eher nur noch Matsche. Mit dem neuen Bauteilkühler könnt ihr sehen, ist das eine sehr, sehr saubere Sache geworden hier am Überhang, am Schwanz. Da kann man wirklich nicht mehr meckern und das ist wirklich das Ding, was ich euch sage, das müsst ihr wirklich als erstes austauschen, ansonsten werdet ihr nicht so wirklich glücklich damit. Ja, wenn ihr das gemacht habt, tut dieses Hotend eigentlich das, was es soll und das macht es eigentlich sehr gut. Also ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass mir da irgendwas negativ aufgefallen ist. Also der Druckkopf, der ist ansonsten top. Die Druckkopfzuführung, also sprich hier über den Bauten, die ist meiner Meinung nach ein bisschen sehr lang geraten. Der Bauten, der geht hier nun wirklich quer rüber und den hätte man locker, ich würde jetzt mal schätzen, nochmal 10 cm kürzen können. Wenn man den Extruder, der sitzt auf dieser Höhe, einfach noch ein bisschen höher gesetzt hätte, hätte man sich viel sparen können. Ansonsten die Extrudereinstellung. Ich verwende 6,5 mm mit 25 mm in der Sekunde Retract. Das ist zwar relativ langsam, funktioniert aber hervorragend. Wo wir dann auch schon zum nächsten Test für den Drucker kommen. Und zwar habe ich hier einen Stringing-Test gedruckt. Das ist ein obligatorisches Ding. Und mit den Einstellungen funktioniert das einfach wunderbar. Ich habe überhaupt gar keine Probleme mehr mit Stringing. Dann habe ich einen weiteren Test gedruckt. Und zwar einfach mal die Geschichte mit den Überhängen und so weiter. PETG. Und auch damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Das ist hier ein PETG von Sanlu. Das habe ich gedruckt bei 245 Grad auf diesem Drucker. Man sollte wissen, der Drucker zeigt immer ein bisschen kühler an, als er eigentlich ist. Also bei PLA liege ich bei 215 Grad, bei 245 Grad hier für das PETG. Auch damit, also die Ergebnisse, da bin ich super zufrieden mit. Da gibt es eigentlich nicht viel dran zu meckern. Dann kommen wir zu einer Sache, die ist ein bisschen tricky und die muss man erstmal rausfinden. Gerade als Druckneuling. Und zwar der Flow. Also die Masse an Filament, die durch das Hotend gedrückt wird. Und der Drucker druckt von Haus aus ein wenig Fett. Also mit 100% zum Beispiel kann ich hier so ein Toleranz-Mess-Druck-Ding nur bis zu 0,3 lösen. Also das wird alles in einem gedruckt. Und dann kann man einfach hier diese Innenteile drehen oder auch nicht drehen und kann an der Beschriftung halt ablesen, wie viel Toleranz zwischen dem beweglichen Teil und diesem Rahmen ist. Und bei 100% war ich nur bis 0,3 mm Spaltmaß überhaupt in der Lage, es loszubrechen. Dann haben wir hier 0,25, 0,2, 0,15 und 0,1. Die vier, die waren einfach festgebacken. Der hier, den habe ich sogar kaputt gemacht beim Rausbrechen, also da war nichts zu holen. Dann habe ich den gleichen Spaß nochmal gedruckt. Ist übrigens dasselbe PLA, das eine in weiß, das andere in schwarz. Und dieses Mal mit 95 bzw. zwischen 93 und 95% Flow. Und siehe da, ich kann alle losbrechen bis 0,15 mm Spaltmaß. Überhaupt gar kein Problem, beziehungsweise
bis 0,2 musste ich es nicht mal losbrechen, bei 0,15 musste ich ihn dann doch ein bisschen anfassen. Dazu hat man hier so einen Stiftschlüssel, ich glaube ein 6er Stiftschlüssel ist das, einfach losknacken. Erst bei 0,1 hat er dann halt gestreikt und auch das kriege ich jetzt nicht mehr lose, vielleicht nochmal mit Gewalt, mal gucken. Aber das kann er, also 0,15 Spaltmaß funktioniert wunderbar. Danach habe ich dann hier so ein Planetengetriebe gedruckt, auch das wird in einem Stück gedruckt, das ist fischverzahnt, deswegen kriegt man hier auch die Zahnräder nicht auseinander und wie man sieht, funktioniert wunderbar. Auch hier mit den Spaltmaßen überhaupt gar keine Probleme. Ja, ein weiteres Beispiel zum Beispiel ist das Spiegelheck jetzt zu meinem RC Benji. Wenn ich mir den Rumpf mal hierher hole, das ist so ein Nut- und Federverbinder und ja, passt, ne? Kann man einfach draufklicken, überhaupt gar kein Problem. Dann habe ich nochmal, um es mal auf die Spitze zu treiben, für meine Freundin hier diese Iris-Schatulle gedruckt. Das ist einfach nur ein kleines Gimmick, eine Box mit einer Iris zum Öffnen. Das wird auch in einem Stück gedruckt. Da muss man das noch ein bisschen losknacken, weil da Bauteile auf schon gedruckte Flächen nochmal wieder aufgesetzt werden. Aber wie ihr seht, auch das ist überhaupt gar kein Problem. Das hat der Drucker mit Bravour gemeistert. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Dann habe ich hier noch einen Dice Tower gemacht. So, und der Dice Tower, der hat dem Drucker quasi so seine letzten Geheimnisse von seinen Mankos entlockt. Nichtsdestotrotz, das ist ein super Druckergebnis. Also den habe ich schon deutlich, deutlich schlimmer gesehen. Fangen wir mal mit der Mechanik an. Auch hier ist eine kleine Mechanik drin, die wird direkt mitgedruckt. Das ist so ein kleines Tor. Daran sind dann nochmal hier diese Torstreben, oder da drin sind nochmal Torstreben mit 1 mm Abstand. Auch die hat er mit Bravour gedruckt. Also ich habe jetzt hier das Bett offensichtlich gut gelevelt. Ich habe hier auch keinen Elefantenfuß, also eine etwas zu breite erste Schicht. Auch das hat wunderbar funktioniert. Dann kann man noch weitere Mankos feststellen, indem man sich hier das Treppengeländer, hätte ich fast gesagt, das ich sag mal, Torgeländer anguckt. Das sind knappe 2 mm und dann auch noch mit Überhang. Und die hat er doch sehr gut gedruckt. Kleine Unzulänglichkeiten gibt es immer am Start und am Endpunkt von dem jeweiligen Kringel. Dort ist es ein bisschen fetter gedruckt, das heißt, da hat man so kleine Bobbles. Aber auch das ist eigentlich jetzt nicht weiter wild. Den Überhang zum Beispiel von diesem Tor hier, den hat er wirklich sehr, sehr gut gedruckt. Das kann man nicht anders sagen. Genauso wie hier diese Treppenstufen, das sind knapp 3 cm, die er dann überspannen muss mit seinem Druckfaden, die in der Luft sind. Es ist ohne Support gedruckt, das ganze Modell hier. Und auch da hat er einen super Job gemacht, da kann man absolut nicht quaken. Kommen wir also zu den Sachen, die man im Druck sieht, die nicht so schön gelaufen sind. Zum Beispiel sieht man hier auf der Flanke ganz deutlich die Mikroschritte von den Schrittmotortreibern da drin. Das bildet hier so ein richtig schönes Muster. Und was man auch deutlich sieht, das sind die Geschichten mit der Beschleunigung und dem überschweren Druckbett und den Spannungen der Riemen und so weiter. Das ist ein deutlich sichtbares Ghosting bei schnellen Richtungsänderungen, das spricht bei sämtlichen Fugen hier für die Steine und bei dieser Ranke hier und bei den Wappen hier, da kann man das doch sehr deutlich erkennen. Das ist jetzt nicht schlecht und tut eigentlich dem Modell auch keinen Abbruch, aber das ist eben ein Fehler, den so ein Drucker macht und wenn man weiß, woher er kommt, druckt man einfach ein bisschen langsamer oder mit weniger Beschleunigung und kann das dadurch doch relativ gut eindämmen. Aber dieser Tower ist ansonsten, ist in 140% gedruckt, ziemlich, ziemlich gut aus dem Drucker gekommen. Also ansonsten bin ich mit den Flächen sehr, sehr zufrieden. Ja, dann gibt es noch den Kollegen hier. Und zwar ist das Holzfilament. Also eine Mischung aus ein bisschen Holzstaub und Kunststoff. Und zwar hat der, ich glaube, knapp 24 Stunden Druck hinter sich gehabt und leider der nicht ganz fehlerfrei geworden. Und zwar bis hier vorne hin, Moment, da muss ich gucken, bis hierhin, also fast zum Schluss, hat das wunderbar und fehlerfrei funktioniert. Und dann, zugegeben, ist es eine 0,4er Nozzle,
Und das ist bei Holzfilament schon grenzwertig. Hat dann einen ganz leichten Stopfer in der Nozzle gehabt. Und der Extruder ist dann übers Filament gerutscht und konnte halt nicht mehr nachfördern. Und die letzten 180 Schichten waren es, sind halt auf der Strecke geblieben. Ich habe dann die Höhe vom Modell genommen, habe das rausgerechnet, die letzten 180 Schichten gedruckt und aufgeklebt. Und das hat wunderbar funktioniert, wie man sieht. Also das sieht eher aus wie ein Druckfehler als eine Narbe von einem aufgeklebten Bauteil. Also da kann man auch sehr zufrieden mit sein. Ja, kommen wir zu den inneren Werten. Was ich richtig genial finde, ist die Software, wobei das eigentlich auch kein Alleinstellungsmerkmal von diesem Drucker ist. Allerdings finde ich da ein paar Sachen sehr schön umgesetzt. Also, die Stromausfallfunktion von diesem Drucker funktioniert hervorragend. Wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, denn wenn dieses Bett abkühlt, löst sich das Werkstück. Hat man also einen zu langen Stromausfall, würde er zwar genau an der Stelle wieder anfangen, aber das ist nicht mehr fest und somit hat sich das sowieso erledigt. Sprich, die Funktion ist nur für Stromausfälle, ich sage jetzt mal von 2-3 Minuten zu gebrauchen, aber dann funktioniert es auf jeden Fall sehr zuverlässig. Genauso der Filamentsensor, was ja einfach nur ein Schalter ist, der eben Bescheid gibt, wenn das Filament bricht oder eben ausläuft, dann hat man hier echt den Schreihals auf Doom vor sich. Da muss man dann aufpassen, dass sich die Nachbarn durchdrehen, weil sie denken, hier geht der Feuermelder los. Aber auch das funktioniert hervorragend. Was ich noch sehr schön und smart finde, ist die Filamentwechselfunktion. Denn das kann man auch während des Druckes ganz einfach machen. Man drückt einfach auf Change. Der Drucker genehmigt sich noch so 1-2 Sekunden, braucht wohl einen Ausstiegspunkt oder nimmt noch die Gecko-Zeile, die er hat, fährt die zu Ende und dann fährt er den Druckkopf hoch übers Werkstück, fährt ihn hier an die Seite zu seinem Nullpunkt und dann kann man einfach auswählen In oder Out, sprich Filament raus, neues Filament rein und auf Resume drücken und man bekommt Entschuldigung, man bekommt dann definitiv sehr, sehr einfach diese Farbwechsel hin. Und wie gesagt, das kann man auch mit jedem anderen Drucker eigentlich machen, aber ich finde, das ist einfach eine smarte Lösung und die funktioniert hier bei diesem Drucker hervorragend. Da kann ich nicht quaken. Ja, mein größtes Manko an diesem Drucker war eigentlich die Verarbeitung. Der Drucker suggeriert ja, so vom ganzen Aussehen her, Familientauglichkeit und einfach hinstellen und losdrucken. Und dafür hat man ja auch nur diese vier Schrauben. Das ist ja zack aufgebaut. Das sehe ich in diesem Fall ein bisschen anders. Da muss JD Aurora definitiv noch Hand anlegen. Also das Problem, was ich hatte, war, dass zum Beispiel hier die linke Seite, die linke Seite der Z-Achse komplett lose war. Ich musste sämtliche Schrauben nachziehen. Ich habe auch alle anderen Schrauben am Drucker nochmal nachgezogen und beziehungsweise überprüft. Das kann sein, dass die sich losgeschüttelt haben beim Transport. Da will ich jetzt nichts Böses unterstellen. Allerdings komme ich nun mal aus dem Sondermaschinenbereich und da geht man halt bei und nimmt Schraubensicherungsstoff und dann sind die fest und dann schütteln die sich auch nicht mehr lose. Das sind wirklich Centbeträge, die man da investieren muss und dann hat man aber ein vernünftiges Produkt in diesem Bereich. Das ist aber auch wirklich das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, okay, das geht gar nicht. Mit anderen Worten, wenn jemand, der nicht gerade technisch begabt ist, sich dieses Teil kauft, würde es wahrscheinlich zurückschicken als defekt. Was ich sehr, sehr, sehr schön finde, sind die Befestigungen der Z-Achse zum Beispiel. Die sind allesamt halt aus Aluminium, wie auch schon im letzten Video erwähnt. Also da kann man wirklich nicht quaken, die sind wunderbar gefräst, da ist die Qualität einfach top. Was man noch sagen kann zu den Boards, es sind, wie im letzten Video erwähnt, zwei getrennte Boards. Ich will jetzt nicht auf die technischen Einzelheiten darauf noch näher eingehen, das könnt ihr in einem anderen Video sehen von einem anderen YouTuber, ich verlinke euch das hier in der Infokarte oben. Aber man hat hier tatsächlich einen 32-Bit-Prozessor hinter dem Display und einen 8-Bit-Prozessor, der die Schrittmotoren antreibt.
und noch ein paar andere Funktionen übernimmt. Die beiden reden ganz einfach miteinander und somit ist halt die Funktion hier vorne auch auf dem anderen Board zu finden, ganz salopp und vereinfacht ausgedrückt. Zu beachten ist, die Stromsparfunktion funktioniert nicht, wenn man über den PC druckt. Denn der PC ist direkt an das 8-Bit-Board angeschlossen, während der USB-Stick-Reader auf dem 32-Bit-Board läuft. Das heißt, drucke ich über USB, habe ich die komplette Funktionsvielfalt, sag ich mal, von dem Drucker und auch die Sicherheitsfunktion im Sinne von Stromausfall und so weiter. Drucke ich über den PC, funktioniert das nicht, weil das Display da dann gar nicht, oder der Display-Controller nicht involviert ist. Sollte man beachten, deswegen drucke ich immer über diesen Stick. Kommen wir nochmal kurz zum Stick. Ich hatte ja gelästert, dass ich nicht glaube, dass das ein SanDisk ist und so weiter. Ist offensichtlich echt. Da sind auch die Dateien von SanDisk drauf, die man obligatorisch auf diesen Sticks halt immer drauf hat. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ja, mein Fazit. Es ist ein Drucker, der nicht der schnellste ist, aber es ist definitiv ein Drucker, der super drucken kann. Wo sehe ich den Drucker? Ganz bestimmt nicht im, ich sag mal, Maschinenbaubereich und wenn man jetzt dann wirklich zuverlässig auf Hundertstel irgendwas drucken will. Allerdings sehe ich das sowieso so ein bisschen kritisch. Also es gibt mit Sicherheit eine Handvoll Drucker, die das können, aber die meisten Drucker am Markt werden mit Sicherheit nicht sehr viel genauer sein als der hier. Und wenn, dann kosten sie horrende Summen. Ich sehe den Drucker ganz klar so in Figuren, Cosplay, Modellbau zum Beispiel. Also ich meine ganz ehrlich, so ein Rumpf hier bei der Druckbettgröße einfach mal zwei Bauteile draufschmeißen, anstatt erstmal eins und dann das andere zu drucken, funktioniert wunderbar. Dafür hat man solche Flächen und das funktioniert hervorragend. Da kann man ehrlich nicht quaken. Also ich finde, man bekommt doch recht viel Drucker fürs Geld, wenn auch nicht, wie dieser Drucker nun mal suggeriert, ein Drucker mit Auspacken, Einschalten, druckt sofort los. Ein bisschen Pflege braucht er also. Und ich denke mal, dann hat man hier wirklich einen Top-Drucker und kann wirklich nicht quaken. Ja, so viel zu meinem Fazit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch bitte, wenn ihr bei meinem Kanal am Ball bleiben wollt und nicht nur Druckervideos, sondern auch noch über meine Betonfräse informiert bleiben wollt oder über meine Servos da oben in der Ecke, die demnächst auch mal wieder in einem Video auftauchen werden, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Und ich hau euch jetzt noch die Links unter das Video, zum Beispiel zu den ganzen Modellen, die ich hier gedruckt habe und unter anderem auch zu dem Drucker. Wenn euch der Drucker interessiert, wo ihr ihn bekommen könnt, guckt einfach in die Links unter meinem Video. Und mir bleibt jetzt zu sagen, wie immer, tschüss, wir sehen uns im nächsten Video.